Ja, geben Sie wahrheitsgetreue Auskunft. Die Fragestellung schon kann höchst problematisch sein, welche Frage man überhaupt stellt, wie man es stellt, wen man fragt, zu welcher Zeit und so, unter welchen Bedingungen und so, oder die auch gleich herrschen, die dann nicht gesehen wurden oder vielleicht sogar Manipulation in der Wissenschaft ist ja auch ein Recht, ein Thema. Nur schon, dass das ein Thema ist, zeigt natürlich, worunter die Wissenschaft eben auch kranken kann, außer eben bei Dingen, die jetzt wirklich eben höchst materiell sind. Und von daher verstehe ich natürlich auch, ich sage nicht, seitdem das Geistige weggebrochen ist, das nur Geistige weggebrochen ist, hat man nur noch Mist gebaut. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir haben eigentlich einen schönen Stand von Technik. Dort merkt man es ja auch, ob es funktioniert oder nicht. Und dann hat es dann einen höheren Stellenwert als eben einfach nur eben Sozialwissenschaft, Auskünfte von Menschen oder so, oder? So, damit Sie auch ein bisschen merken, wie ich eigentlich ticke. Und ja, dann das Materielle, eben das Messbare. Da merkt man, wie sich die Leute verhalten, aber eben aufgrund von Messbaren, nicht aufgrund von einfach nur Äußerungen. Ich glaube, dort wird es schon sehr schwierig, das dann als Wissenschaft überhaupt schon zu sagen, das könne eine objektive Wissenschaft sein mit objektiven Erkenntnissen. Das wird sehr schwierig. Aber seien wir ehrlich, und ich denke, in diesem Punkt ist der alte Schamanismus, Elementarschamanismus, eine Urform von Wissenschaft, weiterentwickelbar zum heutigen, von mir vertretenen wissenschaftlichen Schamanismus in der angewandten Form. Oder nein, in der theoretischen Form, das ist die angewandte Form. Hier ist ja eigentlich immer auch beides natürlich zusammen, aber ich denke, man muss schon auch unterscheiden jetzt heute zwischen einem am Anfang zusammen nur oder erste überhaupt schauen, wo bin ich überhaupt, wo könnte das sein, was mich interessiert, und dann eben heute ein doch recht ausdifferenzierter, wo man dann schon auch sagen kann, es gibt eine Wissenschaft des Schamanismus, oder? Wir dürfen dieses Feld auch einnehmen und sagen, es darf eine Wissenschaft des Schamanismus geben. Da bin ich, meine ich, der Gründer davon, habe ich überhaupt noch nie gesehen, dass andere so etwas pu darüber publizieren. Eine Wissenschaft des Schamanismus, und es gibt einen wissenschaftlichen Schamanismus, das wäre dann von mir vorgeschlagen, die Bezeichnung für angewandten Wissenschaft, also für angewandte Wissenschaft des Schamanismus, oder? Und wenn wir jetzt da ehrlich sind, denke eben auch bei gewissen, also Kulturwissenschaft oder Sophie Wenderscheid und so, die einfach nur dominieren wollen, längst keine Wissenschaft, also außer man würde das dann auch noch als Wissenschaft zu verkaufen versuchen, aber es ist, glaube ich, definitiv, wenn es dann nur eben um Ego oder um Manipulation, um Einflussnahme geht, dann wären wir dann eigentlich im Bereich von sich zu verabschieden aus Wissenschaft, definitiv, oder? Weil da geht es dann nur noch das ist so hoch missbrauchbar, oder? Und ja, ich hoffe, es verabschiedet sich, weil da kommt man wirklich dann, das kommt dann nur noch darauf an, wer diese Maschine dann bedienen darf. Dort am Drücker sitzt und der wird dann das andere eigentlich dann sich untertan machen, oder?
schon. Aber seien wir doch ehrlich und sagen wir, es ist halt meine Wissenschaft. Auch aber mit Regeln, die andere auch haben, mit Techniken, die andere auch bedienen. Aber die Resultate gelten halt einfach nur für denjenigen, der es auch praktiziert, ausübt. Und das ist im wissenschaftlichen Schamanismus der Fall. Einfach mit persönlichen Gewissheiten und Entwickeln von Fähigkeiten und Kräften, Kraft, schöpferische Vitalität, ich hoffe auch soziale, Entschuldigung, emotionale annehmbar sein, verständlich sein. Deklarieren, was man macht, sich auch leiten lassen, vertrauen können, auswählen dann, geschickt auch sein, wenn sie im Materiellen, gibt es sehr schöne Technik, um anspruchsvolle Aufträge zu erteilen, die Leute ausführen, zusammen mit Material und mit Technik. Und wir können mit einigem Aufwand dort das beste, wahrscheinlich beste Resultat herstellen. Und das scheint mir dann schon noch eine. Es kann auch wieder Überraschungen geben, aber ja, das ist halt eben auch das Leben und muss vielleicht auch nicht immer und im ersten Anlauf gelingen. Auch wichtige Erkenntnis, wenn wir uns ein Ziel gesetzt haben, in einem geschützten Rahmen hoffentlich oder einfach ohne das dann zu viel, also Schaden, nicht wiedergutmachender Schaden in erheblichem Umfang entstehen würde. Wenn das ausgeschlossen ist, dann darf es ja auch vielleicht mal nicht gerade im ersten Anlauf voll gelingen. Und wir haben dann, wenn wir dann das eben auch nicht gerade einfach wegspringen und so, sondern oder so weit nur durchkämpfen, bis man so hohe Verluste hat, sondern weich sein können, ein bisschen wieder sich öffnen können. Das ist das da, im geschützten Rahmen. Das Herz, Funktionen des Herz, sich wieder öffnen und einen neuen Anlauf nehmen und dann eben auch genau, aber vorher eben studieren, weshalb ist es gescheitert. Und dann haben wir aggrediertes Wissen, also können wir Wissen akkumulieren und das Wissen auch weitergeben, oder? In einer angemessenen Form. Da habe ich die Archivistik, Disziplin meines Vaters, also einfach im Rahmen meiner Disziplin mit dem Integrieren ganz wichtig. Also nicht, dass wir einfach jeden Tag wieder etwas nicht geerdet, also etwas, was nicht integriert ist in den Bestand hinein, das verloren, was früher war, auf diese Weise generieren von Wissen und auch von Anwendungen, oder? Also wenn ich jetzt etwas sage, dann ich hoffe auch, dass ich das soweit eben bei mir implementiert habe in das Funktionieren meines unglaublich, also alle haben so ein Ding, so ein Gehirn, oder? Unglaublich, was die Schöpfung da, also die biologische Evolution da, ja, da so entstanden ist, in Zusammenarbeit mit uns, oder? wenn, ja,